geht das Ding noch? Bedbug, du lebst. Du musst da sofort raus. Ich bin draußen. Ich dachte nur, ich könnte dir mit den Antworten helfen. Du weißt, wegen deiner Familie. Dieses Video, das wir gesehen haben. Iraq hat mich danach gefragt. Wollte wissen, was ich weiß. Rose Washington. Rose Washington? Ich weiß nicht, wer sie ist, aber sie ist in dem Video. Iraq sagt, sie ist tot. Okay, danke. Das könnte helfen. Ja. Ja, du und ich. Sind wir quitt? Wir sind quitt. Gut gemacht, Bedbug. So. Jetzt müsste es weitergehen, genau. Du hast für Aufruhr in Rossi Fremont gesorgt. Jetzt gib mir was Gutes. Iraq hat eine Menge Schmutz gesammelt. Sein Computer ist voll davon. Von Politikern bis hin zu CTOS-Managern. Das Merlot ist auch dabei. Ich wusste es. Ich hab's dir doch gesagt. Es ist verschlüsselt. Ich habe keinen Zugang, aber dieses Video aus dem Merlot? Der Name der Frau ist Rose Washington. Rose Washington. Ich kenne den Namen. War sie nicht beim CTOS? Aiden. Das ist die Goldader. Ich habe deine IP verfolgt. Jetzt gib mir meine Schwester. Aber es fängt gerade erst an. Für irgendjemanden ist das Video wichtig. Wichtig genug, um mich anzugreifen und auch deine Nichte. Vorsicht, Damien. Na komm, ich weiß, dass du das genau wie ich zum Ende bringen willst. Das war nicht der Deal. Oh, aber doch. Du sagst, es ist verschlüsselt? Dann bist du noch nicht fertig. Nein, das wirst du nicht tun. Ich kann tun, was ich will. Hey, ich bin's. Nikki, wie geht's dir? Ich bin müde. Sie kümmern sich um mich, aber komm und hol mich, bitte. Okay, da sind noch andere bei dir. Ja, das ist gut. Sei auf alles gefasst. Ich werde bald kommen. Ich muss Jack sehen. Wie geht es ihm? Er ist ein tapferer Junge. Er kommt nach seiner Mutter. Aber er ist genauso stur wie sein Onkel. Ja, das ist er wohl. Er akzeptiert nicht einfach ein Nein. Zeit um. Tata. Damit hätte ich bei Damien rechnen müssen. Er kriegt den Hals nicht voll. Er will immer noch mehr. Okay. Eins nach dem anderen. Ich brauche den Rest von Iraqs Material. Dann habe ich den Hebel. Und dann kümmere ich mich um Damien. So. Und gleich geht's weiter mit dem munteren Gequatsche, glaube ich. Oder vielleicht auch nicht. Dann kann ich mich ja jetzt endlich mal vorstellen. Hallo? Ich bin der Dave. Nein, bin ich nicht. Nee, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Bisschen laut. Ein bisschen leiser, so. Ja, nach dem ewig Gequatsche. 3 Minuten sind vergangen, ich habe kein Wort gesagt. Wunderbar. So wollt ihr das doch bestimmt immer haben. Und ich bin noch nicht auf dem Weg zur nächsten Mission oder was auch immer, sondern kein Verbrechen begangen, achso, sondern ich will ein bisschen Geld sammeln, weil wir waren ja letztes Mal, haben wir ein bisschen fahren wir hier einfach so Spaß. Hoppla, sorry. Haben wir ein bisschen nach Waffen geguckt und da habe ich gesehen, dass wir noch nicht alle Waffen haben. Und dafür brauchen wir Geld. Und wo kriegt man Geld her? Natürlich aus dem Stadtpark. Wusstet ihr noch nicht? Natürlich kriegt man das da ja. Na, mal gucken. Irgendwo, wo viele Menschen rumrennen, am besten. Oder ein paar auf jeden Fall. Weil dann kann man denen nicht ein bisschen Geld abhacken. Nö, den kann ich nicht. Also den kann ich hacken, macht aber keinen Sinn. Geld. 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 Ist zwar nicht viel, aber ich find's komisch, dass ich die aber irgendwie alle scannen muss. Ich hab doch eigentlich hier die Moment, Fertigkeitenbaum.
Eigentlich habe ich hier den... Gar nicht laut draußen. Nein, gar nicht laut. Das war irgendwie ein Traktor, der vorbeigefahren ist. Also. Allgemein, glaube ich, hört man eine Menge. Also echt, ich muss jetzt jeden Spacko hier einzeln profilen. Ach, scheiße. Interessiert mich nicht. Ah, Geld. Du bist ein bisschen doof, ne? Würden Sie gehen? Bitte gehen? Danke. Völlig behinderte Menschen gibt's hier. Oh, da zum Beispiel mal wieder. Wey, super. So. Kauft regelmäßig Kochbücher. Auch nichts, auch nichts. Auch nichts. Schade. Auch nichts. Musik. Brauchen wir eh nicht, weil wir keine Musik hier hören. Weil uns sonst die GEMA wieder auf den Sack geht. Irgendwas Spezielles. Achso, na, so langweilig. Brauche ich nicht. Das sind so ganz tolle Gegenstände, die kein Mensch braucht. Da ist dann manchmal ein bisschen Geld. Obwohl Geld ja schon. Ist natürlich schon spannend, aber trotzdem. Ach, schade. Potenzielles Verbrechen interessiert mich nicht. Huch, scheiße. Mann! Ich habe X gedrückt, weil, ja, das ist, oh Mann, ich finde auch, Watch Dogs ist so ein bisschen echt so ein Ausnahmespiel. Jetzt in dem Sinne, dass, die Steuerung einfach unfassbar anders ist als bei anderen Spielen. Ich habe mir jetzt, The Last of Us Remastered geholt und da springst du halt wie in jedem normalen Spiel mit X. So, deswegen habe ich, wie gesagt, eben X gedrückt. Oh, hey, ja, nee, ich kann mich ja nicht anmelden, wenn ich nicht angemeldet bin. Hahaha, witzig. Ja, ekelhaft. Deswegen, und ich kann halt hier nichts. Quatsch, ich kann. Das ist halt wirklich mega verwirrend, wenn du hier ein Spiel hast, wo du vorher, wo du auf Kreis irgendwo hochspringst, was absolut. Ne? Das ist, ja. Geld. Wollt ihr mich verarschen da draußen? Ernsthaft? Was? Verkehrschaos? Nee, es regnet nur. Hat aber irgendwie Stil, wie die sich jetzt ändern. Wie jetzt die Muss ich echt mal sagen, ist mir noch nicht aufgefallen. Einfach, mir sowas fällt einem halt nicht auf, wenn man im Auto fährt. Aber die gehen jetzt wirklich ein bisschen gebückt, so ein bisschen, ne, wie man halt beim Regen geht. Finde ich voll geil. Mann, oh Mann. Haben sie sich echt, die haben sich allgemein hier bei dem Spiel schon Mühe gegeben. Muss man halt sagen, die Kleinigkeiten hier. So. Wollen wir hier drüben nochmal schauen? Nein. Nein. Wie gesagt, das mit der Profile-Optimierung ist irgendwie nicht so, ne? Das läuft hier nicht so geil. Doch, Omi. Oder Obi. Oder Troller. Oder was auch immer. Die erste Folge wird wahrscheinlich jetzt komplett keine Dings haben. Dings haben. Komplett ohne Dings hier. Mission oder sowas. Oder gibt es hier vielleicht auch Möglichkeiten, Geld zu verdienen durch Missionen? Machen wir mal so weg. Also, dafür gibt es kein Geld. Da gibt es XP, Skillpunkt, klar. Fixe Aufträge könnte Geld geben, oder? Ja, fixe Aufträge bringen Bargeld. Dann wollen wir nochmal zu einem hin. Kann man nochmal zeigen, was man hier machen muss. Ich weiß es selber nicht mehr genau, um ehrlich zu sein.
So, brauchen wir ein Auto, damit wir auch hinfahren können. Hier steht gerade keins am Rand. Was natürlich unpraktisch ist. Was auch cool wäre, wäre, wenn wirklich Leute hier lang gehen, zu Autos einsteigen und losfahren oder die Autos hier parken live und so weiter. Das wäre richtig. Das wäre auch nochmal sowas, was man. Was in so einem Spiel nie irgendwie ist. Es darf natürlich nicht zu häufig sein, aber. Weil sonst kommt es wieder so, weiß ich nicht, gezwungen rüber. Also. Alter, man ist ja schnell. Voll langsam. Na komm, laufen die Kurve. Ach, wichst dir doch ein. Nee, Wichser. Wollte ich nicht sagen. Alter, das ist. Das sind so die einzigen richtigen Möglichkeiten. Die sind nämlich genauso schnell wie ich. Nur halt, wenn er manchmal nach hinten guckt, dann ist er langsamer, ne? Und deswegen. Ja, komm schon. Komm schon. Bam, gibst in die Fresse. So. Aber ein bisschen nett sein, ne? Jetzt haben wir wieder einen, ein paar Nettigkeitspunkte. Wir haben in den letzten Aufnahmen ein paar verloren, weil wir ein paar Leute überfahren haben und so. Passiert. Passiert auch immer bei mir in echt. Ich fahre los und plötzlich springt mir da einer vors Auto. Oder ich werde von Leuten verfolgt und ich muss durch eine Fußgängerzone fahren. Das ist, ja, das ist völlig normal. Und die Leute sagen aber nur so, du. Auf unseren Straßen herumtreibt, möchten wir eine Expertenmeinung. Dr. Diana Bertrand ist eine Kriminalpsychologin aus New York. Doktor, was halten Sie von dem Rächer? Klassischer Heldenkomplex. Und die Medien stärken seinen Wahn nur. Sie geben ihm einen Spitznamen, berichten ausführlich über jede seiner Aktionen und das gibt ihm natürlich Kraft. Er hat einzig und alleine das Interesse, sich selbst zu helfen. Diese Person ist egoistisch, vielleicht auch narzisstisch. Sein Glaube, dass er die Stadt besser von Kriminalität befreien kann als gut trainierte Profis, wird nur dazu führen, dass jemand ernsthaft verletzt oder gar getötet wird. Was braucht es denn, ihn aufzuhalten? Inhaftierung. Oder Tod. Inhaftierung oder Tod. Ich muss mal sagen, gerade, es ist sehr unruhig, das Spiel. Ich weiß gerade nicht genau, woran es liegt. Es kann sein, dass mein PC einfach nur ein bisschen zu scheiße ist. Es liegt nicht am Spiel selbst oder an der Playse oder was auch immer. Weil, ich spiele gerade auf dem Fernseher dann nebenbei. Oder jetzt eben war ich noch auf dem Dings, deswegen merke ich das gerade so sehr. Und da ist es super flüssig. Also, wie gesagt, kann gut am PC liegen, dass der ein bisschen kacke ist gerade. Aber naja, whatever. Whatever. So. So. Dann wollen wir uns mal anschauen. Okay, also. Die Fixer versuchen einen Job zu beenden. Und ich fungiere als Ablenkung. Ich locke die Cops mit dem gestellten Fahrzeug an und alle sind happy. So. Ach ja, es gibt ja auch noch andere. Plötzlich steht hier ein Auto. Sehr schön. Es gibt ja unterschiedliche. Es gibt ja unterschiedliche Missionen hier, fixe Aufträge. Bei einigen muss ich ein Auto besorgen, bei anderen muss ich sowas hier machen. Ach, okay. Schubidu, schubidu. So. So, einmal hier lang. Ey. Hier durch.
Hier hinten lang. Und hier. Groß und Ganzen ist das eigentlich, so wie das aussieht, ein Checkpoint-Rennen. Viel mehr, also Checkpoint-Zeitrennen, so. Getarnt als. Ich habe keine Ahnung, was ich hier genau mache. Lockmanöver, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich soll irgendwie anscheinend jemanden locken. Die Bullen. Und die anderen machen irgendwas, die Fixer, von denen ich jetzt den Auftrag ja habe. Keine Ahnung. Dann hier lang. So.